Hi, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesem Video geht es um das wichtige Thema, lohnt sich ein eigener Rental, also Film-Equipment-Verleih für dich als Filmemacher? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was musst du beachten und lohnt sich das am Ende natürlich überhaupt für dich? Viel Spaß! Hi, grüßt euch Leute, ich bin Paula, auf meinem Kanal dreht sich aus ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch in DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank. Und hier natürlich auch erstmal willkommen in meinem neuen Studio. Da wird es noch eine richtige Studio-Tour am Ende geben. Von hier aus werde ich jetzt immer meine neuen Videos machen. Gibt es ein paar verschiedene Perspektiven und so weiter und so fort. Ist noch nicht 100% fertig, aber so, ich sage jetzt mal so zu 90%. Und genau, hoffe, euch gefällt der neue Backdrop da so ein bisschen. Heute geht es aber, wie gesagt, um das ganze Thema, lohnt sich denn ein eigener Film-Equipment-Verleih für dich als Filmemacher? Und kommen wir erstmal dazu, was musst du denn überhaupt alles beachten, um so ein Ding an den Start zu bringen? Und da ist natürlich der erste wichtige Punkt, die Versicherung. Ne? Grundsätzlich sollte euer Equipment ja eh immer versichert sein, aber beim Equipment ist es nochmal was anderes, weil euer Equipment muss dann auch durch die Nutzung Dritter entsprechend abgesichert sein. Und das ist, wenn ihr euer Equipment normal versichert habt, nicht der Fall. Ne? Also das ist da ganz, ganz wichtig, dass ihr da mit eurem Versicherungsberater, da kann ich beispielsweise den Sepp Hölzel empfehlen, der ist dann im Filmemacherbereich ganz fit. Der hat auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr euch mal anschauen, ich verlinke es mal. Genau, aber durch die Nutzung Dritter und ganz, ganz wichtig natürlich Unterschlagung. Was bedeutet Unterschlagung? Es ist leider häufiger so im Equipmentverleih, dass dann Leute einfach irgendwas ausleihen und dann nie wiederkommen und euer Equipment ist weg und man stellt dann fest, dass der Pass, den sie euch gezeigt haben oder wo ihr eine Kopie von habt, dass das eine Fälschung war, ne, dass das alles schon passiert und dagegen wollt ihr euch einfach absichern, ne, genauso wie gegen alle andere Sicherungen. Also deswegen, eine Versicherung ist da natürlich das A und O. Dann natürlich auch, braucht ihr natürlich irgendwie eine Form, eine Website oder irgendeinen Platz, wo Leute sich anschauen können, was für Equipment ihr habt und was die Leute da ausleihen können und so weiter und so fort. Ne? Deswegen, ihr braucht da auch irgendwie eine Internetpräsenz. Nicht in jedem Fall, ich kenne Kollegen von mir, die das nicht haben, aber ich habe das beispielsweise bei mir und deshalb würde ich das auch da jedem anderen empfehlen. Dann natürlich braucht ihr auch ein gewisses eigenes System, wie ihr das macht. Ne? Ihr solltet all euer Equipment labeln, sodass der Kunde von euch dann nicht durcheinander kommt, was ist jetzt sein Equipment und was hat er sich jetzt dazu geliehen. Das kann beispielsweise bei den kleinsten Dingen wie Speicherkarten oder SDI, HDMI-Kabel, was auch immer, kann das super schnell mal passieren, dass man da durcheinander gerät und dann nicht mehr auseinanderhalten kann, was was ist. Dann solltet ihr dann natürlich auch eine gewisse Dokumentation immer haben. Das heißt also genau denjenigen quasi einen Lieferschein aushändigen, was ihr jetzt genau mietet bei euch. Und da muss genau jedes kleinste Detail aufgelistet sein. Nicht nur die Kamera, auch das ganze Zubehör, was da alles mit dabei ist. Und das muss dann von beiden Seiten unterschrieben werden. Und wenn er es dann zurückgibt, dann kann genau wieder eben nachgeguckt werden, ob jeder einzelne Artikel oder jede einzelne Position auf diesem Lieferumfang auch wirklich wieder mit zurückgekehrt ist. Ne? Und das wollt ihr heute einfach machen, weil das ist super wichtig, weil am Ende stellt ihr nach ein paar Wochen fest, oh, da fehlt der Diskkabel, da fehlt ja die Speicherkarte, ne? All diese kleinen Sachen, auf die man jetzt vielleicht nicht hundertprozentig immer achtet. Und jetzt kommen wir schon zu der ganzen Frage, welche Vorteile hat denn so ein Equipment-Rental natürlich für dich? Also in dem Fall ist es natürlich so, euer Equipment, eure Kameras und was auch so immer, ne, das sind ja natürlich Wertgegenstände, die ihr natürlich auch vermieten könnt, um dadurch zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Ne? Das ist ja, ihr seid ja nicht jeden Tag immer auf Dreh, sondern ihr habt auch mal viel Zeit, wo ihr beispielsweise nicht gerade auf einem Dreh seid, irgendwie was schneidet oder irgendwie was anderes macht. Und dann könnt ihr euer Equipment natürlich einfach vermieten, um so zusätzliche Einnahmen zu generieren. Das andere ist natürlich auch, dass ihr so natürlich die Kosten eures Equipments natürlich viel schneller amortisieren könnt. Ne? Das heißt quasi, wenn ihr euch jetzt eine neue Kamera kauft und ihr wisst, okay, die wird dann da ein paar Mal geliehen und dann habe ich die Kosten für die Kamera schon wieder drin und dann rechnet sich das wieder für mich. Ne? Und auch so kann man natürlich beispielsweise dann größere Kameras sagen, wenn man dann sagen kann, okay, das ist für meinen Rental natürlich sehr, sehr attraktiv und ich kann die natürlich dann auch noch für meine eigenen Projekte benutzen, beispielsweise die Arri oder die Red Kamera oder was auch immer. Ne? Also das ist da natürlich auch nochmal so ein Faktor, dass man dadurch natürlich, ich will nicht sagen 100% passiv, aber natürlich ist es in gewisser Weise passiv, weil das Equipment verdient den Geld für euch, wenn ihr gerade
beispielsweise im Urlaub seid und ihr habt es verliehen oder so. Ne? Aber natürlich dürfen wir die Nachteile auch überhaupt nicht außer Acht lassen. Ne? Das eine hatte ich schon angesprochen. Es kann sein, dass Leute zu euch kommen, die ihr nicht kennt und die natürlich irgendwie einen zusätzlichen Nutzen daraus schlagen wollen, indem sie sich das Equipment einfach unter den Nagel reißen wollen. Das ist alles schon passiert. Da wurden gefälschte Dokumente vorgezeigt. Bei mir jetzt persönlich noch nicht, aber ich kenne Kollegen, wo das passiert ist. Ne? Deshalb seid da wirklich auf der sicheren Seite mit der Versicherung. Aber natürlich auch dann, wenn es irgendwie weg ist, wenn es kaputt ist, dann habt ihr wiederum gewisse Zeit dieses Equipment nicht zur Verfügung, weil es dann erst repariert werden muss oder es muss euch ein neues zugeschickt werden oder was auch immer. Ne? Also auch da seid euch dessen bewusst. Und natürlich zum anderen auch eine gewisse Unflexibilität, die dann dadurch entsteht. Ne? Beispielsweise ihr habt euer Equipment verliehen und ein paar Stunden später ruft euch ein wichtiger Kunde an, der sagt, hey, wollen wir morgen drehen? Ich habe da ein wichtiges Projekt und so weiter und so fort. Und ihr denkt mir, oh Mensch, ich habe jetzt meine Kamera gar nicht. Und ihr müsst dann selbst irgendwie von jemand anders Equipment leihen, um das denn machen zu können. Ne? Also seid euch da sicher, wenn ihr viele Kunden habt, mit denen ihr sehr spontan irgendwie auf irgendwelche Drehs seid, dann macht es Sinn, dass ihr irgendwie nur bestimmte Teile eures Equipments vermietet und dann zumindest immer noch eine Kamera oder was ihr so braucht für so einen Dreh, dann immer noch bei euch habt. Ne? Also auch da das an der Stelle wirklich mit zu beachten. Dann natürlich auch, man darf nicht vergessen, dass das Ganze auch einen Aufwand bedeutet. Ne? Das ganze Equipment muss nochmal versichert werden, da kommen nochmal zusätzliche Kosten auf einen zu. Das Ganze muss entsprechend gelabelt werden, ne? Dann das ganze Papierarbeit und da steckt also Arbeit dahinter, ne, das Ganze zu überprüfen. So, und jetzt aber vielleicht zur wichtigsten Frage, lohnt sich das überhaupt für dich? Und hierbei sind verschiedene Faktoren zu beachten. Ne? Wenn du natürlich an einem Ort wohnst, wo es natürlich viele Rentals gibt, wo es große Rentals gibt, ne, in den Städten wie Berlin, Hamburg, München oder so, Köln, ne, dann ist es natürlich so, dass dann natürlich die Konkurrenz sehr groß ist. Hier in dem Bereich Bayreuth, wo ich bin, ist sehr, sehr wenig, wirklich sehr, sehr wenig. Und demzufolge, ich habe jetzt hier mir dieses ganze Equipment schon angeschafft, warum es nicht einfach auch vermieten? Und ich kann euch sagen, in den letzten 3 Monaten, wo ich mein Equipment vermietet habe, habe ich damit einen Umsatz erzielt von 7.000 Euro. Und ich stehe damit gerade erst am Anfang. Das heißt also, ich plane auch oder ich hoffe auch, dass sich diese Einnahmen dadurch natürlich auch vergrößern. Und für mich war das super, dass ich das so gemacht habe, weil ich bin umgezogen, ne, hier ein neues Studio, ich bin in ein Haus gezogen und so weiter und so fort. Wir haben hier viel dran selbst gemacht und ich hatte die letzten Monate wirklich sehr, sehr wenig Zeit, mich um alles zu kümmern. Deshalb habe ich auch viele Drehs verschoben oder abgesagt. Und das hat es mir halt eben ermöglicht, dadurch, dass ich jetzt eben halt hier die Einnahmen durch den Rental hatte. Und ich konnte mich dann beispielsweise hier um andere Sachen kümmern, während meine Kamera verliehen war oder meine Lichthörer verliehen waren oder dies, das, jenes. Ne? Und das hat da an der Stelle wirklich super funktioniert. Und falls euch jetzt interessiert, welchen Rental habe ich denn, dann schaut euch gerne mal um unter www.steadyrental.de. Alle meine Zuschauer hier, die können natürlich auch mein Equipment entsprechend leihen. Das Ganze kann dann auch einfach direkt über Go in einem Case zugeschickt werden und wird dann am vereinbarten Tag wieder abgeholt vor Ort. Und ihr hattet es in der Zeit und konntet das testen, nutzen, wie auch immer. Und ich sage natürlich auch immer jederzeit, wenn ihr euch Equipment kaufen wollt und ihr wisst nicht, ob das hundertprozentig was für euch ist, leiht es euch für ein paar Tage aus, probiert es aus und dann habt ihr eine sehr gute Einschätzung davon, ob sich der Kauf dazu überhaupt lohnen würde in dem Fall. Ne? Also wie gesagt, gerne mal steadyrental.de anschauen und dann könnt ihr mir da gerne Feedback dalassen. Und wenn du dich auch noch mehr für das ganze Thema Filmemachen generell interessierst, dann kann ich dir meinen eigenen Online-Kurs Filmemacher Pro empfehlen. Dazu gibt es ein kostenloses einstündiges Webinar, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Filme sowie auch meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business weitergebe. Ist einfach unten verlinkt. Schau es dir gerne mal an. Ist wie gesagt kostenlos. Und ich freue mich natürlich auch auf deine Kommentare, auf deine Einschätzung zum Thema Rental. Würde mich natürlich auch interessieren. Großer Gruß geht natürlich raus an den Van Dorn und an den Martin Flint. Die haben mich da immer wieder in dem Bereich so ein bisschen beraten, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Die das ja in dem Zeitraum schon länger machen. Und Gruß geht raus an die beiden. Und wie gesagt, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Kommentare habt, einfach gerne unten schreiben, dann können wir darüber weiter diskutieren. Und ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video sehen. Ciao!